Abszess. Im Sprunggelenk. Morgen ist OP. Und in 3 Tagen bin ich dann hoffentlich wieder draußen. Und? Weswegen sind Sie hier? Mein Mann liegt hier. Hm. Ah, Ihr erstes Kind? Ich glaube, ich pack das nicht. Das habe ich beim ersten Mal auch gedacht. Das war aber auch wie im Horrorfilm. Die Betäubungsspritzen haben nicht gewirkt. Meine Frau ist zu einer keifenden Furie mutiert. Und dann spritzen plötzlich die Blutfontänen. Was, Blut? Ich kann Ihnen nur Ratenzahlung anbieten. Zum Beispiel sagen wir mal heute 30% der Gesamtsumme und dann pro Tag 10 Cent und in 7 Tagen haben Sie dann Ihren Euro. Was ist denn mit der Verzinsung von den 70 Cent? Meine Uhr okay? Die ist doch nichts wert. Echt Rot-Gold, 24 Karat. Macht Spaß, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Dito. Hey, tschüss. Du hast die Ilse nicht gefragt, ob sie mitkommen möchte. Du hättest mich doch sofort verraten. Country of India. No kidding. No kidding. Good God. How old are you? I'm 24. 24. Uh-huh. UK, India, UK, uh-huh. USA. Uh-huh. You need a husband? Like for all your, you know, I'm... For I'm, all my needs, yeah, possibly. Yeah. Er ist tot, Peter. Auch wenn du mir die Verantwortung gibst, die letzte Sicherung hätte nicht gehalten. Sie hat uns gehalten. Legst du es darauf an, jetzt darüber zu reden? Von mir aus? Du hättest es versuchen sollen. Er wusste auch, dass sie nicht hält. Wie sollte er das wissen? Wir waren sein Leben, Peter. Er ist in den Tod gegangen, weil er verhindern wollte, dass uns etwas passiert. Wir hätten es selber für ihn tun sollen. Ich habe getan, was ich für richtig hielt. Und wieso hast du danach nie wieder einen Berg bestiegen? Wieso hast du nie sein Grab besucht? Ich steig nicht wegen der Fernsehsendung darauf, Peter. Ich tue das für ihn. Ich will die Tochter sein, die er sich immer gewünscht hat. Und weißt du was? Wenn ich auf dem Gipfel stehe, dann fühle ich mich ihm nah. Berühre seine Seele. Sei vorsichtig da oben.